Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Swords of Sin. Ich habe in der Pause nochmal durchgeschaut, was die einzelnen Items, die wir gefunden haben, was die können. Habe da nochmal ein bisschen durchgemischt. Und vor allen Dingen die Accessoires habe ich immer einen großen Blick drauf, dass wir dort möglichst viel zusätzlichen Schaden und möglichst viel zusätzliche Werte dann auch haben. Zum Beispiel der Sage Ring macht weniger Intelligenz als der Thought Ring. Und solche Dinge habe ich in der Pause geregelt. Und jetzt können wir uns weiter umsehen. Und die Wachen waren echt übel. Also ja, ihr wisst, was ich meine. Rot-weißen Dinger da. Ein Gigant. Kriegen wir einen Gigant so tot? Ja. Der kommt noch nicht mal an uns ran. Okay, da muss ich in Zukunft nicht mehr überreagieren. Oh oh. Ich sehe was Grünes. Ich wollte den jetzt den Gang entlang locken. Oh Gott, es sind drei. Doch, die lassen sich locken. Okay, dann same procedure as last time, I guess. Beastmaster. So, damit haben wir einen abgetrennt. Ich hätte doch magisch agieren sollen. Heil du mal bitte. Und zwar Power Cure auf CS, sonst wird es wieder teuer. Du machst bitte. Fantastisches Einfrieren. Okay. Hat Funst. Dann machen wir uns mal noch die Dancing Queen. Die sind wirklich immer noch eingefroren. Jetzt geizt sich ein bisschen, ich weiß. Mach du mal bitte zuerst mal nochmal eine Power Cure auf CS. So, und dann schießen wir und sind mutig. Wie hält denn das? Das müssen wir auch irgendwann rausfinden. Also im Handbuch steht. Ah, okay. Er hat es jetzt überwunden, dieses Beastmaster-Zeugs. Er steht nur, bis dann die Bestien das irgendwie abschütteln oder so. Dann machen wir mal Dancing Queen. Oh, Jopscha. Wie schlimm ist es? Oh, ja, ist richtig schlimm. Jopscha, du warst jetzt eigentlich unser Keyplayer. Okay, dann musst du wieder tanzen. Und nochmal tanzen. Puh. Okay. Alles wird gut. Dein Zeugs ist kaputt, aber besser dein Zeugs als das von CS. Okay, wir wollen mit Town Portal hier raus. Ich habe irgendwo haben wir ein Town Portal Item. Lloyd's Beacon hatte ich erst wieder gesetzt. Das muss hier irgendwo in der Nähe sein. So, wir suchen irgendwas auf Town Portal oder so irgendwas. Town Portal. Da. Use. Heart. So, wir sind ja da schon eingespieltes Team. Haben wir überhaupt genug Bares? Das ist das teuerste. So, hat gereicht. So, wie sieht's Mana-technisch aus? Du hast noch 81, du 25. Wir schlafen einfach, alles andere ist zu riskant. Ach Gott, Jopscha. Wir müssen mit Jopscha noch kurz zum Tempel. Jopscha geht's nicht so gut. So. Alles wieder gut? Alle fit? Sehr schön. Dann machen wir bitte keine Dancing Queen, sondern
Lloyds Beacon Cast Return. Ja, dann sind wir fast direkt wieder am Geschehen. Dann machst du bitte einen Day of Sorcery. Und du machst bitte ein Day of Protection. Und dann sind wir wieder ready to go. So, das Viehzeugs war da um die Ecke, ne? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Behalt mal im Hinterkopf. So, nehmen wir den einen Dorfbewohner bitte mit. Wir haben mittlerweile schon hoffentlich halb Sandstadt in der Tasche. Genau, das weiß man nicht. Wir gehen mal gegenüber rein. Das ist leer. Damit kann ich leben. Paar Käferchen. Das hat ein bisschen geziebt, aber war nicht so schlimm. Es war eine Lava-Kakerlake. Mach du mal deine Naturheilung auf David. Der hat ein bisschen Kakerlake abbekommen. Was wart ihr? Ah, euch hatten wir auch schon mal. Ihr wart auch, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ja. Ameisen. Ja. Nicht schlimm. Alles gut. So, da ist nur ein Dorfbewohner. Da hinten ist ein Sandgolem. Wie bist denn du hierher gekommen? So. Du, Kollege, bist nichts. Da ist noch ein Stadtbewohner. So, du bist keine Rätseltruhe. Eine Potion. So, Karte gucken. Da hätten wir noch Dinge offen. Hier mal kurz checken. Nee, da ist nichts unten drunter. Hab jetzt auf die Karte geklickt, damit wir das magische Augesicht da sehen. Aber da kam nichts dazu. Also sieht es gut aus. So, dann gehen wir noch da. Ach du Kacke. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen nochmal. Wir tanzen nochmal und machen uns nicht ins Hemd. Sie sind beide rot. Und sind tot. Alles klar. Damit können wir leben. Jopscha. Kümmere dich mal bitte um David. Der ist hier besonders beliebt. Okay, aber man muss bedenken, die wir in Sandstadt getroffen hatten von denen, die haben noch geglitzert obendrauf. Also die sind noch mal eine Ecke härter. Aber dass wir zumindest die Unglitzernden hinbekommen, das macht Mut. Zumindest so ein bisschen. Oh Mann. Ja, zweimal tanzen können wir noch. Jopscha. Okay. Jopscha, kümmere dich um deinen eigenen Hintern. Ja, ich wollte keinen nicht tanzen, sondern heilen. Gut, dass es nicht funktioniert hat. So. Jopscha wieder fit. Wir ziehen weiter. Kiste. So. In Schatten und Leid werde ich dein Freund sein. Ich kann dir helfen, weiterzugehen, wenn du glaubst, es muss enden. Ich kann die Angst vertreiben, wie die Sonne den Zorn killt. Ich bin in deiner Seele und ich lebe in deinem Schicksal. Also in den Schatten... In Schatten und Leid will ich dein Freund sein. Ich kann dir helfen, wenn du glaubst, es muss enden. Ich kann die Angst vertreiben. Ich lebe in deiner Seele. Das ist Hoffnung. Hope. Ha! Schaka. So, wieder ein Dorfbewohner und ein Umhang.
Stealth, ja. Begeistert mich jetzt nicht so. Aber wir leben noch. Wir haben Hoffnung. So, da ist auch nichts mehr. So, wo habe ich jetzt irgendwas übersehen? Bei irgendwo müssen wir noch zur Hexe Lilith. Die kann eigentlich dann nur hier sein oder da sein. Eher hier. Schauen wir mal, ob wir hier eintreten können. Ja, da können wir auf jeden Fall eintreten, sagt David. Dann treten wir mal ein. Ich habe Angst. Wir gönnen uns mal eine Zwischenspeicherung, okay? Weil ich Angst und so. Aber Hoffnung. So, weil ich will nämlich nicht wissen, was Lilith kann. Und dann, sonst müssten wir da die Krieger wieder machen. Ich weiß nicht, ob wir das wieder so gut hinbekommen. Da war auch ein bisschen Glück dabei. Und das war eine Falle. Autsch. Okay. Der Dorfbewohner war eine Falle. Ihr seid mal kein Problem. Was ist das? Lilith, die Hexe. Du bist gekommen, um die Stadtbevölkerung von meinem Zauber zu befreien. Ha! Um den magischen Pool, das ist wahrscheinlich das blaue Ding, zu nutzen, musst du mich zuerst besiegen. Okay. Holla, die Waldfee! Okay. Du hast ein bisschen Dekolleté. CS beherrscht dich. Das wird schon. Wir kriegen das hin. CS, du bist umwerfend. CS schlägt einmal zu. Okay, Beherrschung. Au. Oh. CS, kannst du den bitte auch umwerfen? Wir haben keinen Mana mehr. Du hast noch 83. Dann schauen wir mal, was du an starken Offensivzaubern hast. Ich habe dir ja einiges gekauft. Zum Beispiel den feurigen Flegel. Oder wie auch immer das im Deutschen hieß. Ja, mach mal feuriger Flegel. Ja, war gut. Machen wir nochmal. Hi. CS, hau ihn um. CS, das wird wieder teuer. Zumindest haben wir jetzt unsere Ruhe. 33 Mana haben wir noch. Auch mal das Mana in CS. Auch wenn seine Rüstung mit Sicherheit kaputt ist. Spruchpunkte alle. Dann mach du mit Nature's Cure weiter. Dass CS eventuell Erfahrung bekommt, falls hier irgendwas zu holen gibt. So, sie hat von einem Pool der Seelen gesprochen. Das ist wahrscheinlich das. Dahinter ist noch ein Hebel. Zuerst Hebel oder zuerst Pool? Hebel? Pool? Pool? Es scheint eine Art magischer Pool zu sein. Ja, das hat Lilith gesagt. Willst du die Seelensteine in den Pool machen? Unsere Köpfe sagen nein, aber ich bin für ja. So, wir haben die reingeworfen. War das jetzt gut? Spiel? War das jetzt richtig? Wir könnten den Hebel halt nochmal umlegen. Ich habe keine Ahnung, ob das gut war. Na gut, was machen wir jetzt? Wir.
Wir haben noch 4 Mana. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schlafen. So, und stehen im Dunkeln. Ich glaube, Zeitverzerrung würde uns nur an den Eingang dieser Ebene bringen. Wir können uns jetzt nach Sandstadt teleportieren lassen. Da hatten wir ja zumindest den Vorplatz freigeräumt. Das heißt, es sollte nicht allzu sehr wehtun. Und dann können wir dort wieder rausgehen und nochmal weiter Dinge erkunden. Denn ich will jetzt nicht aus dem Dungeon rausgehen und dem Minotaurus über den Weg laufen. Da habe ich gerade keine Sehnsucht nach. Okay, dann machen wir... Also wir haben jetzt irgendwelche Sandstadtbewohner hoffentlich gerettet. Vielleicht auch nicht. Genau, das weiß man nicht. Weil Sandstadt ja auch noch keine freie Stadt ist. Ja, hier vorne war safe, das hatten wir mal aufgeräumt. Wir gehen mal wieder raus. Und gehen einfach mal ein bisschen spazieren. In der Sonne. Also da. Oh, hi. Mach den mal bitte tot. ACS-Rüstung müssen wir noch reparieren, aber es hat jetzt noch Zeit. Sandgolems. Ja, wir sind nicht gebufft, das merkt man. Aber das reicht. Ja, hier können wir auf jeden Fall überleben. Aber keine Ahnung, was wir jetzt questtechnisch machen sollen, weil auch diese Hexe Lilith da, ich denke mal, dass wir da vielleicht einen Auftrag bekommen hätten, nachdem wir Sandstadt befreit haben. Aber das war ja an diesen glitzernden Rittern irgendwie gescheitert. An der Hütte da waren wir schon mal. Jetzt ein bisschen überfragt. Da unten war irgendwo der Minotaurer. Da ist noch so ein Steinkreis-Dings. Sophie, die Druidin. Grüße, große Helden. Es war sehr großzügig, mir den Hardrock zurückzubringen. Du kannst den Softfork zu dem Tempel der Sonne bringen. Im Tal im Südwesten von hier. Sie werden euch anweisen, im Bergsteigen. Ich glaube, ich weiß, wo sie meint. Genau, wir haben den Softrock bekommen. Wir hatten doch diese Dame getroffen in den Bergen. Erinnert euch? Waren da Gegner? Keine Ahnung. Ich finde den Weg. Dann können wir endlich bergsteigen. Das macht mir auch schon länger so. Okay. Wo kommt denn der Drache jetzt her? Den hatten wir getötet. Drache, wir gehen weit. Das war keine gute Idee. Wir waren ungebufft. Ach, Mann. Gut, dass wir ja nach der Hexe gespeichert haben. Dann kann ich jetzt... Ich schicke euch eine 3-Sekunden-Pause und dann werde ich mal schauen, was passiert, wenn man die Dorfbewohner in den Pool reinwirft und vorher den Schalter nicht zieht. Das schaue ich mir dann mal an. Ja, ansonsten machen wir das gleich mit dem Softrock. So, da bin ich wieder. Also ich habe noch ein Lloyd-Signal bei dem Steinkreis, wo wir eigentlich hin wollten, wegen Softrock, Hardrock und Bergsteigen. Aber nachdem ich jetzt beim Wiederspielen die Dorfbewohner in den Pool geschmissen habe, ohne vorher den Schalter zu ziehen und es auch keine wirkliche andere Reaktion gab, bin ich nochmal durch den Dungeon durch und ich habe nochmal mindestens einen Dorfbewohner nochmal gefunden und noch eine Kiste, wo wir noch nicht waren. Das muss mir irgendwie durch die Lappen gegangen sein. Ich hoffe, dass wir dann irgendwo am Ende mehr Reaktionen bekommen. Also wir nehmen den Dorfbewohner mit und schauen mal noch in die Kiste rein. So, da haben wir nur eine Potion drin gefunden. So, habe ich sonst noch irgendwas irgendwo übersehen? Wir sind aktuell auf der Sicht, wo man alles sieht. Da ist noch ein Kistchen. Oh Gott. Oh, sogar eine Rätselkiste. Gelb bin ich, obwohl weiß
ich auch sein kann. Menschen suchen mich als ihr Schicksal. Du wirst mich finden unter der Erde oder im Wasser. Siebenderweise. Menschen sterben für mich. Und ich habe nie gelebt. Gelb oder weiß? Ah, das mit dem Sieben. Ja, gelb oder weiß. Es gibt Weißgold, es gibt Gelbgold. Man siebt es aus dem Fluss oder findet es in der Erde. Das ist Gold. Schaka. So. Da gibt es einen Kurzbogen drin. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück in die nächste Etage. Das war jetzt die erste Etage, wo mir das durch die Lappen ging. Ja, hier sieht es recht vollständig aus. Und dann werfen wir nochmal den letzten Dorfbewohner noch in den Pool. Da kann er auch bei der Poolparty mitmachen. Und dann hoffe ich, dass das Spiel uns irgendwie sagt, dass jetzt alles gut ist oder so. Und dann gehen wir zum Softrock nochmal. Und lernen Bergsteigen. Ja, hier könnte halt hier unten noch was sein und hier oben wäre noch Platz. Wobei, hier oben ist der Pool. Dann gehen wir zuerst mal noch hier unten hin, da noch schauen, ob wir dort noch was offen haben. So, Karte klicken. Nee, ja. Ich habe Karte geklickt, da ändert sich nichts. Dann ist da wirklich nichts. Da wollen wir nicht hin. Dann haben wir jetzt eventuell alle Dorfbewohner gefunden. So. Klicken. Ja, gut, da ist nur der große Raum mit dem Pool. Den hatte ich noch nicht ganz abgelaufen. Das war ja die Falle. Ja. Egal. Haben wir weggesteckt. Dann nochmal dahin. Ja, nochmal die Gems reintun, ja. Die fallen rein. Jetzt ziehen wir nochmal am Himmel. Ah, da kommt eine Reaktion. Sehr schön. Ein Stadtbewohner. Vielen Dank, my lords, dass ihr uns befreit habt von der bösen Hexe Spruch. Wir sind nun alle frei und können in die Stadt zurück. Da solltet ihr noch ein bisschen warten. Da gibt es noch glitzernde, komische Typen und so. Aber ich glaube, das werdet ihr merken. Und wir kriegen Erfahrungspunkte. Halleluja. Okay, dann... Ja, jetzt macht es Sinn, das Ganze. So, dann machen wir nochmal einen Lloyd's Beacon Cast Return. Das habe ich nämlich schon dahin gestellt, wo wir sein wollen. Und dann schauen wir mal, ob das hier jetzt mit dem Rock weitergeht. So, Crystal die Druidin. Wie du uns den Softrock gebracht hast, das ist sehr kosmisch oder wirklich kosmisch. So werden wir nun sicherlich das beibringen, was ihr teach you to like be one. Achso, dir beibringen, wie man eins ist mit den Bergen. Wow, okay. Wir kriegen wieder Erfahrungspunkte. Oh Helden, wir können euch nicht mehr helfen. Ach, war das jetzt das Bergsteigen lernen? Ja, Mountaineer, ja. Ja. Ich glaube, zwei reichen normalerweise. Aber ich glaube, ja, jeder hat es wahrscheinlich bekommen. Okay, das heißt, wir können jetzt durch die Berge flitzen. Das ist sehr schön. Dann kann ich dort auch nochmal ein bisschen die Karte aufdecken. Vielleicht finde ich dort irgendwo noch einen Dungeon in dem alten Gebiet. Und vielleicht finden wir dort jetzt irgendwas, was uns hilft, dann Imperi zu befreien. Der Drache ist nicht da, das freut mich. Weil Imperi, das stört mich auch noch, dass das nicht wieder neu bevölkert wurde. Aber ja, keine Ahnung. So, es ist fast Pausezeit. Wir machen noch ein bisschen Bergsteigen. Und dann gehen wir in die Pause. Weil in Bergen findet man gerne Dinge. Wir sind nicht gebufft.
wir speichern und dann gucken wir. Ja, Entwickler. Aber war kein Problem. Moment, kann man da noch was suchen? Zerstören? Ja, bitte. 30.000 Erfahrung. Sehr schön. So, ein bisschen mutig sind wir noch. Da findet man mit Sicherheit noch irgendwas Tolles. Vor allen Dingen Might Magic 3 hat man da auch viele Schätze gefunden. Aber das Spiel geizt ein bisschen mit den Schätzen. Nee, und jetzt sind wir wieder auf dem platten Land. Dann schicke ich euch in die Pause und ich schaue dann mal in den anderen Gebieten mal noch, ob sich in den Bergen irgendwas findet. Und überlege, was wir in der nächsten Folge tun. Also, bis gleich.